So, heute mal eine Aufnahme von meiner neuen Forza. Ich zeige euch mal, was ich alles dazu gemacht habe. Es gibt ja genug Videos, wo man über die Details informiert wird. Ich zeige jetzt nur mal von meiner neuen Forza, was ich zusätzlich dazu gebaut habe. Einmal die MRA-Zusatzscheibe hier oben. Die sorgt dafür, dass ich keine Verwirbelungen an meinem Helm habe oder wenig Verwirbelungen. Dann die Handschützer, die jetzt richtig Geld kosten. Ich habe die mal für 25 Euro gekauft. Darüber hinaus natürlich des Wohlbefindens die Griffheizung, die integriert ist, man sieht es. Und natürlich mein TomTom Navi. So, die Fahrzeug läuft noch. Ein kurzer Blick in das Display. Ihr seht sicher, was ich gefahren bin. Noch nicht viel, aber immerhin. Man hat schon so seine Eindrücke. So, hier unten ist der Schalter, wo ich natürlich den Sitz aufmachen kann, auch den Benzintank. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu berichten, nur dass ich hier noch eine Kleinigkeit gemacht habe. Ich zeige es mal. Den für oder Spritzschutz, wenn es mal regnet, den habe ich zusätzlich eingebaut. So, das war es erstmal von meiner Forza 350. Das ist der Tourverlauf für den heutigen Tag. Das sind rund 150 Kilometer. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Rundtour, um meine neue Forza etwas besser kennenzulernen. Wir fahren in Richtung Vogelsberg, um unsere Tour mit der Forza 350 zu beginnen. Dieser Ort ist Rheinroth am Fuße des Vogelsbergs. Hier biegen wir gleich rechts ab, um unsere Tour zu beginnen. Die Zufahrt zu dieser Tour habe ich natürlich weggelassen. Man sieht an den Büschen und Bäumen,
Die Blüten und Blätter treiben langsam aus. Mein erster Eindruck von der Forza, sie fährt sehr zielgenau und lässt sich hervorragend steuern. Ich muss natürlich aufpassen, die Reifen sind neu und da sollte man in den Kurven schon etwas langsamer tun. Meine Geschwindigkeit in diesen Kurven lag so ungefähr zwischen 50 und 60 Stundenkilometer. Dieses Ort heißt Eichelsachsen und gehört zu dem Großbereich Schotten. Hier gleich links geht es zum Ort Wingershausen, wo man so tolle Mohrenköpfe kaufen kann. Diese kleine Produktionsstätte vom Keil in Wingershausen ist wohl die bekannteste hier in der ganzen Gegend. Ich bin begeistert von der Forza 350. Sie fährt sich ganz hervorragend. Und was mir besonders gut gefällt, ist
Der Windschutz, der ist klasse. Einfach sehr gut. Kaum Verwirbelung am Helm und auch bei den Beinen seitlich ist der Wind faktisch nicht zu spüren. Das gefällt mir besonders gut, denn an meiner bisherigen SH350i war das an den Beinen recht unangenehm, wenn es draußen etwas kühler war. Aber hier bei der Forza ist es ganz, ganz gut gelöst. Dieses Ort hier heißt Hirzenhain. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell in diese Kurven steche, denn wie gesagt, neue Reifen, also aufpassen. Der Ort hier heißt Steinberg. Hier gibt es ein hervorragendes Lokal. Und wenn man Hunger hat, sollte man da mal hingehen. Das ist hier eigentlich gleich links. Wenn man jetzt, wenn jetzt genau hier links dort aufpasst, ist dieses Lokal gleich auf der linken Seite. Man kann ganz hervorragend dort essen. Hier ist die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Warum auch immer, bestimmt geschuldet der nicht gerade guten Straßen. Und es ist ja auch relativ eng hier. Man hört ganz leise diesen Einzylinder vor uns.
diesen dicken Chopper und das ist relativ laut immer. Hier links geht es nach Gedern, wir fahren aber rechts ab. Dieses Ort hier ist Merkenfritz. Da werden wir, soweit ich mich erinnere, links abbiegen. Doch kurz verfahren, wir müssen drehen und dann rechts abbiegen auf unserer Tour. Verpennt, kann ich da nur sagen. Diese Strecke hier habe ich noch nie befahren. Sie wurde mir von der Software Kurviger vorgeschlagen. Dort habe ich einen Rundkurs eingegeben und die Distanz. Und das hat dann diese Software für mich gemacht. Alles in GPX exportiert, auf dem TomTom gespeichert und jetzt fahre ich damit. Bei tollem Wetter, ohne Wind, genieße ich diese Fahrt. Bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometer schnurrt meine Forza ganz zufrieden vor sich hin. Und ich freue mich, dass ich heute so einen schönen Tag erwischt habe. Die Straßen sind in einem hervorragenden Zustand, manchmal etwas holprig, aber im Ganzen gesehen ganz wunderbar. Und auch hier werde ich noch mal gucken, wo überhaupt die Reise hingeht. Ich habe keine Ahnung.
Das Örtchen heißt Wennings. Ich war noch nie dort. Ein schönes Ortsbild mit sauberen, frisch gemachten Häusern links und rechts der Straße. Wir sind hier in ein Gebiet abgebogen, was mir vollkommen unbekannt ist. Hier war ich wirklich noch nie in meinem Leben. Aber schöne Straßen, und das ist wichtig. Auch hier, wie fast überall um den Vogelsberg, sehen wir die Windräder. Ob sie die Gegend schöner machen, bezweifle ich. Aber die grüne Energie ist ja wichtig, dass wir die irgendwie bekommen. Denn wenn ich meine Rechnung von den Betrieben, die unsere Strom verteilen, hier sehe, dann wird mir schon ganz, ganz schlecht. Habe meine Stromabrechnung bekommen die Tage und muss kräftig nachbezahlen. Keine Ahnung wieso. Ich müsste mal die ganzen Stromverbraucher prüfen mit irgendeinem Stromzähler, damit ich feststellen kann, woran das liegt. Hier sind wir wohl auf einer Straße der schlechtesten Kategorie gelandet. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal auf so einer schlechten Straße gefahren sein. Gott sei Dank bügelt die GoPro alles, was hier rumwackelt, weg. Die Federung der Forza mit ihren geringen Federwegen von noch nicht einmal 100 mm kommen natürlich bei solchen Straßen ganz schnell an ihre Grenzen. Und das merkt man natürlich als Fahrer auch. Das war bei meiner Africa Twin natürlich vollkommen anders.
Warum hat er sich, so wird sich sicherlich mancher Zuschauer fragen, von einer Afrika Twin auf eine Forza 350 herunter entschieden? Aber ich möchte bedenken, dass ich in der Zwischenzeit ja schon ein gutes Alter erreicht habe und die 80 nächstes Jahr vor der Tür steht. Ich bin vollkommen zufrieden mit der Leistung der Forza 350. Sie zieht gut durch und ich bin zufrieden. Dieses Örtchen hier heißt Hitzkirchen. Es ist wirklich ein kleiner Ort mit nicht allzu vielen Häusern, die links und rechts der Straße stehen. Sogenannte Aussiedlerhöfe sind hier wohl die Regel. Jetzt wird es mir langsam doch zu langweilig, immer hinter diesem weißen Auto herzufahren. Also, es wird überholt. Der Antritt der Forza 350 ist hervorragend. Man ist blitzschnell von 70 auf 100 und darüber. Auch hier die Straße wieder in einem hervorragenden Zustand. Die Forza rollt vollkommen ruhig vor sich hin. Das ist sehr, sehr angenehm. Hier rechts gleich ein Schild mit 50 Stundenkilometer. Da muss man schon vorsichtig sein, denn es könnte ja an der nächsten Ecke jemand die Geschwindigkeit messen.
Dieser Ort heißt Spielberg. Der Fahrer vor uns, der schläft wahrscheinlich, fährt mitten auf der Straße und sieht nichts. So, jetzt habe ich mich vorbeigedrängelt und dann ist er auch rechts gefahren. Auch einem Rotkreuz-Wagenfahrer passiert es wohl, dass er mitten am Tage träumt. Dieser Ort hier heißt Wittgenborn. Hier in Wittgenborn endet mein Video leider, da meine GoPro ausgestiegen ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß!